Hip hip, hurra, liebe Freunde. Herzlich willkommen zum 18. Teil. Wir sind volljährig. Dieser Playthrough ist volljährig, offiziell. Jetzt dürfen wir Alkohol trinken. Passt ja. Wir sind ja auch bei Games und Gersten Souls, obwohl ich momentan keinen Alkohol trinken würde, weil ich momentan noch angeschlagen bin und Medikamente nehme. Und Pillen und Alkohol, das verträgt sich nicht gut. Ich spiele auch so schon schlecht genug. Ich heiße Sie willkommen. Es geht weiter hier bei Dark Souls 2 im Jägerhain. Und wir haben zwei Wege. Wir können über eine... Oh ja, recht gut beleuchtete Brücke gehen. Oder über in eine dunkle Höhle. Wir gehen über die gut beleuchtete Brücke. Denn wir wollen uns zum Boss durchschlagen. Oh, ein Flammenschmetterling. Endlich mal wieder, dass ich meine Fackel to go quasi anzünden kann. Schweinenasen. Richtige Schweinenasen. Seid ihr. Richtige Schweine. Schieß mal. Schurken-Gamaschen. Ja, jetzt habe ich die komplette Schurken-Ausrüstung. Und hier ist wieder so ein dumme Bogenschützen. Aber den Bogenschützen. Fick die Enne! Hallo, ihr zwei. Das geht ja gar nicht hier, was ihr hier macht. So. Hier muss ich wieder einen Lebensstein nehmen. So, okay. Gut. Schön. Ah, hier geht's hoch. Und zwar zu dem Kristall. Zu dieser Kristalleidechse, zu dem Crystal Lizard, den ich in meinem Lebtag bisher nie gekriegt habe. Ihr seht ihn da hinten. Ihr seht ihn da hinten. Da. Sobald man hier näher kommt, ich probiere mal was. Ja, da hinten ist nämlich auch ein Gegner. Dann, und da ist ein Abgrund, ich probiere mal was. In der Hoffnung, dass ich nicht angegriffen werde. Probier mal was. Und zwar den alten, selbstverliebten. Nein! Ah, fuck, daneben. Na gut, aber dann nehmen wir halt. Quatsch. So, dann nehmen wir wieder so ein Kraut. Da kriegen wir wieder zwei Zauber. Sachen. Also zwei Zauberaufladungen. So. Das zielen wir genau. Nee. Nee. Das geht einfach nicht. Das ist einfach nicht machbar. Diesen, also, ganz ehrlich, ich hab's so oft probiert. Ich habe es schon so oft probiert, es ist mir nie gelungen. Und dann renne ich natürlich hier in die Falle dieser Schurken. Richtig schurkenhaft aussehen. Und mich schon wieder treffen hier. Das ist ja... Aber wenigstens ist schön hell jetzt. Mit dem Sonnenaufgang, Untergang. Man weiß es ja nicht in Dark Souls. Aber hier, diese... Naja, sag mal, Zwielicht. Es ist ein Zwielicht. Es ist... Aber ein giftiges Wurfmesser, das ist nicht verkehrt. Aber ich glaube, ich brauche meinen... Blitzspeer schon wieder. Das heißt, ich muss gleich nochmal so ein Kraut da verputzen. Das machen wir nämlich auch jetzt mal gleich. Verputzen nämlich gleich mal noch so ein Kraut hier. Und außerdem kommen wir uns mal ein paar Wurfwaffen in die Ausrüstungsleiste. Haben wir ja ein bisschen was. Als erstes, nee, ja, doof. Als erstes mal hier. Was haben wir denn hier? Giftige Wurfmesser. Dann hauen wir uns hier noch Anti-Gift-Zeug rein. Das hätte ich alles vorher machen können. Ich weiß, liebe Freunde. Aber dann haben wir noch Blutungsmesser. Die brauchen wir auch. So, jetzt können wir uns richtig hier als Messerwerfer betätigen. So, hier geht es übrigens nicht weiter. Das war bloß, um in den Hinterhalt zu laufen und die Kristalleidechse nicht zu kriegen. Und außerdem... Liebe Freunde, seht ihr hier schon, gibt es schon viele. Außerdem, hier ist eine Abkürzung. Die werden wir auch dann... Sage mal! Die sind aber auch richtig bösartig. Boah, Sprung! Also, cool sieht es natürlich aus, wie der das mit seiner Keule da macht, ne? Das sieht natürlich ganz schön cool aus. Aber wir kriegen jetzt hier Besuch. Und zwar muss ich den noch schnell schalten. Kriegen nämlich gleich Besuch. Ah, okay. Schade. Will ich erstmal noch ein
Na gut, ich habe die schon getriggert, weil die würden mir sonst hier schön in den Rücken fallen. Ne, wir kriegen nämlich gleich Besuch von einem NPC-Phantom. Müssen wir mal gucken, wie wir uns gegen die anstellen. Das ist nämlich die, ich glaube, Untotenkerkerschlüssel, das ist nicht schlecht. Den brauchen wir, um ans Leuchtfeuer zu kommen, glaube ich. Das mache ich nämlich auch gleich nochmal. Ah nein, wir kümmern uns erstmal noch um unsere Besucherin. Wo ist sie denn? Na, wo kommt sie? Da ist sie. Gnadenlose... Ja, ist klar. Ist verunsichert. Aufgrund eines NPC-Phantom-Invasion. Und dann... Mal gucken, wie wir das machen. Wo wir uns der stellen, der guten Rowena. Die ist aber gnadenlos. Das heißt, sie verfolgt uns so oder so. Ja, vielleicht hier drin. Ist nicht die größte Fläche und sie hat eine Waffe, die durch ein Schild geht. Aber... wie sie allein schon um die Ecke kommt. Das ist schon ein bisschen heftig, die gute Rowena. Ihr seht, die kommt durchs Schild. Aber wir sind ja auch nicht ohne. Und da hat sie natürlich gar keine Chance. Weil gegen Ritter Klaus, mit dem sollte man sich nicht anlegen. So, jetzt gehen wir aber zum Leuchtfeuer. Wir müssen es ja nicht, setzen. Brauchen wir auch gar nicht, haben wir gerade auch gar nicht nötig. Wir könnten aber auf jeden Fall jetzt eine der besten Nebenquests weiterführen oder triggern, die es hier in Dark Souls 2 gibt. Das ist nämlich, wir haben, ein Teil davon ist der gute Pate, der sich an ihn erinnert. Der sanftmütige Pate, der mir im Kampf gegen den letzten Riesen so furios zur Seite stand, indem er einmal gestorben ist, weil er sich immer wieder hat zertrampeln lassen. Und die andere Hälfte dieser kuriosen Geschichte ist dieser Kerl, der da an der Ecke sitzt. Und hier eingesperrt wurde. Und von uns befreit wurde. Eigentlich sollten wir das hier nicht machen, aber da hier ein Leuchtfeuer drin ist, machen wir es natürlich. Weil das bringt natürlich ein bisschen, das bringt echt Unheil, den Typen hier freizulassen. Ich zeige ihn euch. Ich dachte, du warst Bastard für einen Moment. You've set me genau. Free. Now I can find Nach wem kannst du denn suchen? Und wer bist du überhaupt? The cheeky prick. Dieser dreiste Idiot. Es ist Creighton aus Myra, genau wie die gute Luketil. Genau. Also, der ist genauso ein Abenteurer wie die gute Luketil. Und er hat sich mit einem Mann zusammengeschlossen und der war nichts als ein hinterhältiger Schurke. Kommt einem irgendwie bekannt vor. Mich umzulegen. Tja. Die sind alle ein bisschen doof, ne? Erst wollte ihm eine Falle stellen, dass er selbst hineingeraten. Tja, ne? Wir sind cool. Ritter Klaus ist cool, ne? Pate, hat er gesagt. Pate, hm? Tja, ja. Er trägt einen ziemlich ungewöhnlichen Ring. Ihr werdet es wissen, wenn ihr ihn seht. I've seen this type before. Tötet ausschließlich aus Freude daran. Tja. Pate, Patches, scheint in der Familie zu liegen. Ach, denkst du? Ist ein allglatter Schwätzer. Haben wir uns nicht, nö. Er hat uns nur in eine Falle gelockt, aber er hat uns vorher gesagt, dass es eine Falle gab. Hütet euch vor dieser schleimigen Rat. Wir glauben sowieso nie, Leuten hier. Schurkereien. Ich mag ja solche alten Begriffe wie Schurkereien oder... Oh, was kann man eigentlich von ihm lernen? Yeah! Fistbomb! Super. Das ist geil. Die tauschen wir aus mit der Siegerfaust. Ja, der Siegerfaust. Fistbomb. Oh, wartet. So. Some bomb-ass shit! Yeah! Super, finde ich klasse. Okay, gut. Hast du noch was zu sagen? Nee.
Genau. Gut. Jetzt zieht er nämlich weiter, der gute Creighton. Der hat übrigens einen coolen Helm auf, wenn ich euch das mal zeigen darf. Warte mal ganz kurz. Der hat nämlich einen coolen Helm auf. Der sieht echt gut aus. Also muss man wirklich sagen. Also Creighton hat Geschmack. Also ich mag seine Rüstung. Creighton. Ah, kann man schlecht erkennen. Das ist nämlich so eine Art Maske samt Helm. Der hat nämlich hier, der hat eine fette Axt, die leider in den, leider in die Mauer ragt. Tja, kann man nichts machen. Nee, aber er sieht ganz fesch aus, wie er da so sitzt. Der gute Creighton. Jetzt legen wir die Sachen nämlich mal wieder ab. So, und gehen weiter, also beziehungsweise wieder zurück. So. Okay, wir haben ja größtenteils hier alles gesäubert. Das heißt, wir sollten hier nur nicht runterfallen. So. Yep. Da, die gute Rowena. Hier ist, wie gesagt, eine Abkürzung in die dunkle Höhle, in die ich hätte auch reingehen können, aber wir rollen die ganze Sache da mal von hinten auf. Da habe ich keine Lust, da machen wir gleich, kümmern uns gleich um das Schwierigste, denn die sind nämlich relativ fies hier, diese Höhlen. Da gibt es nämlich gemeine Skelette mit noch gemeineren Totenbeschwörern, die die Skelette immer wieder wiederbeleben. Und hier geht es übrigens nicht weiter. Tja, Pech gehabt. Und hier lang, übrigens wollte ich auch rein, weil ich mit einem Wasserfall ein Klischee habe. Geht's zum Boss dieses Areals oder den Bossen, wenn man es so sagen will. Aber bevor wir das machen, gucken wir noch die Hügel, ob die dieser Höhle ist, ob man nette Sachen drin. Schön, dass sie ein bisschen. Warte mal, hier, oder? Da ist er, da hinten ist er. Holt nämlich uns, holt die Skelette wieder zurück. Da kam er aber. War er forsch? Der Gute. Hat er sich gesagt. Mensch. Nein, kann ich nicht anvisieren? Da kann ich nicht anvisieren. Bin ich doof. Hat mich anvisiert. Aber ist so gut, dass er auch gerade die. Fuck. Homing Missile! Aber er hat jetzt gerade die. Skelette wiederbelebt, oder beziehungsweise hier nicht. Kommt nicht wieder. Er wollte sie gerade wiederbeleben. Das ist nämlich der fieseste von allen. Da könnte man nämlich normalerweise auch hinspringen, aber das ist ein bisschen schwierig. So, ach ja, hier geht's zum Item. Item. Verbrennung und eine Titanitschwärme. Alles nicht gut, alles nicht schlecht. So eine schöne kleine Pyromantie. So, okay. Und ich glaube, wir haben es dann auch schon so gut wie wir geschafft. Obwohl, warte mal. Wir bringen mal wieder ein bisschen Licht hier in die ganze Geschichte. Wenn wir schon mal hier so eine schöne, lustige Fackel haben, dann können wir die auch benutzen. Wir haben nur noch 30 Minuten auf der Fackeluhr. Das ist echt nicht viel. Und wir müssen uns dann wieder ans Leuchtfeuer setzen, wenn wir zum Boss wollen. Beziehungsweise vielleicht. Warte mal, nicht hier. Wir müssen uns dann wieder ans Leuchtfeuer setzen, denn meine Waffe hält nicht mehr sehr viel aus. Ich habe zwar noch eine Backup-Waffe, aber ich will gegen den. Hallo. Schönen guten Tag. Kommen Sie mal her. Flammenschmetterling, sehr geil. Aber ich hätte mir eine Fackel wäre mir lieber. So. Dann sind wir auch schon so gut wieder beim guten Creighton, beziehungsweise beim Leuchtfeuer, wo der gute Creighton schon wieder nicht mehr ist. Mieser Bastard. So, dann kommt er nämlich nicht mehr wieder. Erst den. Oh, ein Menschenbild hat er fallen lassen. Fein. Aber hier ist das Fieseste von allen. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Hier ist eine Fluchurne. Dieses Sackgesichter. Das sind nämlich Urnen oder so Fässer oder Vasen, die muss man kaputt machen, wenn man es nicht macht. Und sich zu lange in ihrer Nähe aufhält, dann wird man verflucht. Und hier ist übrigens diese kurze, feine Abkürzung. Aber wir wollen ja zurück zum Leuchtfeuer. So, wie war hier noch? Hier war noch so eine Fluchurne. Ich weiß gar nicht, wie die funktionieren, wenn man mich mal fragen würde. Magischer Streitkolben und Titanit. Ah,
auch alles nicht verkehrt. So, jetzt haben wir die ganze Sache nämlich hier von hinten aufgerollt. Jetzt immer wieder in der dunklen Ecke. Und das Gute an dieser Sache ist, wenn wir uns jetzt hier ransetzen würden ans Leuchtfeuer, dann könnten wir uns durch die Höhle schlagen und dann wäre das alles, müssten wir weniger Gegner bekämpfen oder könnten wir auch einfach durchrennen von der Sache her. Ich benutze jetzt aber mal hier den das Reparaturpulver, denn dann machen wir in diesem Teil nämlich noch den Boss. Da mache ich mich nämlich menschlich, da hole ich mir nämlich wieder mal Hilfe. Denn mit Koop-Buddies ist es immer besser, wenn jetzt keiner kommt. Ja, dann kommt halt keiner. Aber was wir noch machen? Der gute Creighton müsste jetzt langsam weg sein. Nee, der sitzt immer noch da. Aber rein theoretisch müsste eigentlich bald aufbrechen, um Pate zu jagen. Wir machen hier noch ein bisschen Licht in der Höhle. Wir kommen hier eben wieder her, aber... Oh, hallo. Warum bist du noch da? Ich bin hier vorbeigelaufen. Das wäre ja lustig, weil, hallo? Ist ja voll lustig. Bin ich an dir vorbeigelaufen, liebes Skelett. Tut mir leid, habe ich dich ignoriert. Wie Frauen, wenn man was angestellt hat. Ignorieren die ihn auch in Grund und Boden. Versteckte Wand? Nicht hier. Stimmt. Ich glaube aber, hier war auch gar keine versteckte Wand irgendwo. Aber ich kann mich auch irren. Also ab diese Sache habe ich auch die versteckten Wände irgendwie nicht mehr ganz so im Repertoire. So, okay. Genug Fackel verschwendet. Gehen wir zum Boss. Den machen wir noch und dann ist die Folge wahrscheinlich schon wieder durch. Je nachdem. Gibt es hier Leute, die mit mir kämpfen wollen? Nein. Keiner will mit mir kämpfen. Ich meine, der ist machbar, auch ohne, aber ich mache ihn lieber gerne mit Leuten, weil ich sollte mir auch noch ein bisschen hier in diese Dämmerungskraut reinpfeifen. Der ist machbar ohne Hilfe, aber mit macht ja immer mehr Spaß. Freunde! Ich bin doch Mensch. Ja, ich bin Mensch. Freunde! Hey, wollt ihr mich? Keiner will mit mir. Ja, dann probieren wir mal alleine mal schauen. Und Zangenangriff wird benötigt. Skelett voraus. Na, nicht spoilern hier. Verbündeter wird benötigt. Also Verbündeter wird in dem Moment nicht benötigt. Also so viel haben sie die Sachen. Ja, wenn man davon... Trahik. Wir zwei, wir machen's. Wenn man vom Teufel spricht. So, natürlich, wenn man einen Verbündeten ruft, dann verbeugt man sich natürlich. Oh, das ist ein Magier. Das ist nicht schlecht. Magier kann mich gut gebrauchen. Trahik, grüß dich. Wir machen den Boss, ne? Komm, wir machen platt. Denn das sind die Herrscher dieses Gebietes. Die Skelettlords. Gerippefürsten, wie sie heißen. Die Kollegen selbst sind nicht allzu hart drauf. Aber der eigentliche Bosskampf beginnt sowieso erst, wenn man sie umgenietet hat. Und ich würde nämlich einfach mal... Genau. Hat schon einen umgenietet. Genau, und dann spucken die nämlich hier ein paar Leute aus. Und die... erwachen ein paar Skelette zum Leben. Und er hat sich mal gleich erstmal die schwierigsten Skelette geschnappt. Oh. Nämlich, wer kennt sie nicht noch? Die guten Skeletträder. Dreieck. Mensch, du Vogel. Nicht sterben, meiner. Hallo? Denn sobald man die Grippefürsten alle besiegt hat, muss man noch die Skelette hier alle besiegen. Hallo? Ich werde doch mal die Skelett hier treffen hier. Die stürzen sich alle auf Trahik.
Was auch übrigens ein lustiger Name ist. Aber der gute Trahik ist ein ganz schönes Badass, wenn ich das mal sagen darf. Der rollt hier in die Gegner rein, das ist ja eine wahre Freude. Und dann war es das auch schon. Trahik, mein Freund. Gut gemacht, danke dir. Danke. Ja, wie gesagt, das ist nicht schwer, das hätte ich auch alleine machen können. Ich gebe es zu. Aber, warum soll ich? Wie gesagt, ich habe gesagt, ich mag den Koop von Dark Souls. Übrigens, scheiß Skelettfürsten hier. Hau mal alle kaputt. Ich mag den Koop von Dark Souls und ich finde das auch in Ordnung, wenn man mehrere Leute ruft. Jetzt sagen die Leute wieder, ja, machst du Bosskampf, wer will das Claim? Sag ich, Leute, ganz ehrlich. Deal with it. Vielleicht mache ich eine kleine Animation, dass diese Deal with it Sonnenbrille jetzt auf Ritter Klaus aufkommt. Deal with it. Und dann geht's. So, wir haben die Seele erhalten. Feine Sache. Auf ins nächste Gebiet. Na, Mensch, sind wir mit dem Jägerhain sofort durch. Schöne Sache. Freue ich mich. Müssen wir also nur noch das optionale Gebiet machen. Ob wir das im nächsten Teil machen, ich weiß es noch nicht, weil da ist der Boss echt heftig. Also der hat für viele Tode, glaube ich, gesorgt. So. Und jetzt kommen wir in... Naja, Hassgebiet ist das falsche Wort, aber... Das ist so das, ja doch, das ist das meist gehasste Gebiet in Dark Souls 2. Es gibt viele Gebiete, die man hassen kann. Also, was heißt hassen kann? Die gehasst werden, gehatet werden. Eins davon ist dieses. Nämlich. Wir gehen erstmal noch hin, damit ich mit dieser schönen Satz. Das Erntetal. Ja, liebe Freunde, guckt euch dieses Level mal ganz genau an. Ja, da oben geht's hin. Besser gesagt, da, wo sich, ich glaube, es geht nach, da in die Mitte geht's, glaube ich. Es geht nicht bis ganz nach oben, habe ich so ein Gefühl. Es geht in die Mitte. Und guckt euch mal an, ja, was es hier so gibt. Nicht sehr viel, ne? Da hinten gibt's ein Berglein. Da ist was drin. Aber es geht so in die Mitte dieser Mühle, will ich mal sagen. Und außerdem müssen wir hier durch dieses ganze pestverseuchte Gebiet. Vorher gehen wir aber schnell hier durch. Und zwar zum Leuchtfeuer. Schönes. Aber wir müssen durch Glibbersuppe und dann so, Glibber hier dran. Da setzen wir uns hin. Gehen zurück nach Majula. Majula. Na, Wanderermantel. Den hältst du gute Rosabeth an. Ah, apropos, mit der kann man ja mal reden. Die steht ja da. Da hinten steht sie. Creighton ist weitergezogen. Der kommt nie nach Majula. Aber als erstes, ich will nochmal mit dir reden. Gute Smaragd. Herald-Dame. Zwar will ich, glaube ich, ein Level. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht erstmal. Also ein bisschen was in... Machen wir mal zwei Level. Hier, 13 jeweils. Fein. Den Rest, den geben wir aus. Entweder bei der guten Rosabeth hier. Guck doch mal, wie hübsch sie ist, ne? Mit dem Wanderermantel, den sie anhat. Sieht wirklich aus wie eine Pyromante, ne? Die könnte man... Man kann ihr Gesicht nicht so schön sehen. Aber... Hey, hat was Feines an. Und... Badass! Wie gesagt, ich mag die Rosabeth. Das ist, that's my kind of girl. Ist immer bescheiden, immer höflich. Halt eine Frau, die man seiner Mutter vorstellt. wenn ihr Ärger haben wollt, ja, ein bisschen Abenteuer, dann nimmt er die Licia, die da hinten, die uns den Weg aufgemacht hat. Aber ansonsten, nee. Ja, komm, wir kaufen mal von dir ein paar Ringe. Können wir alle irgendwann vielleicht mal gebrauchen.
Und wir können mit dir noch sprechen. Genau. Die kam nämlich aus einem Land über die Berge. Über welche von hier kann ich nicht sagen. Wie oft ich beinahe gestorben werde. Naja, ein bisschen verrückt ist es schon. Wenn ich versteinert gewesen wäre, wäre ich aber auch verrückt. Ah, gut, mehr hat sie nichts zu sagen. Fein. Gut, was machen wir mit dem restlichen Geld? Schwierig, schwierig. Ach, ist da was? Gucken wir mal, was der Lennygrass für uns hat. Wir haben ja ein bisschen Titanit eingesammelt jetzt im Jägerhain. Mal gucken, ob wir was verstärken können. Wir können... Ja, wir können immer noch unser Bastardschwert, aber wie gesagt, wir kriegen ja bald ein neues Schwert. Also ich wechsle bald auf ein neues. Das ist komplett ähnlich zum Bastardschwert, aber halt noch ein bisschen mehr hier powervoll, also kräftiger, mächtiger. Können wir unsere Rüstung, will ich meine Rüstung upgraden? Damit der Alba-Rüstung will ich eigentlich nicht die ganze Zeit spielen. Obwohl die natürlich schon ziemlich cool ist, muss man sagen. Ach Gott, gehen wir hier jedem mal in Level. In Level können wir denen mal geben. So viele Titanitscherben, wie wir haben, so viel Dings, wie wir haben. Und außerdem können wir Titanitscherben kaufen. Also rein theoretisch können wir es richtig gut ableveln, hier das Alba-Set. Also ich finde es auch ganz nice, sieht auch ganz schön aus. Ja, gut, alles klar. Naja, dann. Ach, ich habe gerade Mist gebaut, fällt mir gerade auf. Ich hätte nur einmal nach Majula zurückkommen müssen. Quatsch, jetzt habe ich mich nach Majula gebeamt. Boah, ich bin so doof. Liebe Freunde, verzeiht's mir. Ich habe mich gerade echt nach Majula gebeamt. Fein. Home sweet home. Nee, ich wollte mich natürlich hierhin beamen. Wollte mich hierhin beamen. Kleriker Parma. Hab ich auch noch nie gehabt. Bestimmt ganz cool. Jetzt brauche ich denn hier ein Rufsymbol. Lustig. Naja, egal. Merkt ihr übrigens, das Zeug hier, das ist natürlich an unserer Kleidung dran. Und trotzdem steigt immer noch die Vergiftung. Weil das Zeug nimmt nur ganz langsam ab, wie ihr seht. Ne? Geht das nur ganz langsam zurück. Und solange wir es am Körper haben, solange steigt auch unsere Vergiftung, sozusagen. Okay, gut. Sprechen wir mal mit der Dame hier. Die hat natürlich hier... können wir ihr schön ins Dekolleté glotzen. Der guten Cloanne. Und die ist unsere Hauptquelle für so seltene Steine, so Upgrade-Material. Denn je weiter wir in der Story voranschreiten, desto mehr bessere Materialien hat sie unbegrenzt. Was ziemlich cool ist. Und sie wandert durch die Gegend anscheinend, die gute. Und hat so einen Schädel in der Hand, das macht mir ein bisschen Angst. Ja, ein bisschen hier vielleicht Shakespeare-Nachstellung, ich weiß es nicht. Oh, seht mich nicht so an, ja, wir gucken dir halt lieber ins Dekolleté. Sehe ich da einen Nippel? Einen virtuellen? Genau, bestimmte Steine werden beispielsweise beim Schmieden verwendet. Ja. Ah, jetzt spitzt ihr die Ohren, natürlich. Wenn es ums Schmieden geht, da kennt der Ritter Klaus nichts. Das ist seine Sache. Wenn ihr bezahlen könnt, dies ist am Ende immer noch mein Markt. Guckt, also hier. Wir kriegen Asketenleuchtfeuer von ihr und 10... Titanitscherben. Sobald sie nach Majula geht, was sie gleich gehen wird, weil ich mit ihr jetzt noch fertig reden will, verkauft sie dann unendlich Titanitscherben und irgendwann dann große Titanitscherben und endlich irgendwann, glaube ich, sogar Titanitbrocken unendlich. Ich weiß, wie gesagt, und anderes Upgrade-Material. Genau, dieses ganze Gift. Ja, es sieht schon ziemlich. Es sieht eigentlich ganz geil aus, aber das Level an sich ist doof. These stones may look all the same. Das geschulte Auge ist jeder Stein einzigartig, wie dieser Schädel hier. Das ist nämlich ein Stein, das ist kein Schädel. Also sie erklärt uns ein bisschen dieses, wir haben einen Magiestein, wir haben einen Giftstein und so weiter und so fort. Der gute Targray da in der Kathedrale der blauen Wächter, der verkauft ja einen Blitzstein und damit kann man seine Waffe dann versehen, sozusagen. Aber, ach, das ist ein wichtiger Dialog. Wie bin ich nur hier gelandet? Das ist lustig. Ich kann mich anscheinend nicht erinnern. Die wenigsten Leute können sich anscheinend hier erinnern, wie sie nach Dranglake gekommen sind. Was sehr komisch ist.
Also wirklich, fast alle. Morlin weiß nicht, wie er hergekommen ist. Luketil weiß nicht, wie sie hergekommen ist. Sie weiß nur, sie ist hierher gekommen. Und jetzt zieht, wie gesagt, die gute Cloanne zieht weiter. Und wir machen uns dann in den nächsten Teilen auf in dieses Gebiet hier. Denn wir machen jetzt heute mal einen kurzen Teil. Ich habe heute jetzt mal beschlossen, wir machen einen kurzen Teil. Es ist ein schöner Abschluss hier. Also, die gute Cloanne zieht jetzt nach Drang Lake. Ne, nach Drang Lake. Ja, die ist schon in Drang Lake. Zieht jetzt nach Majula. So rum. Und dann widmen wir uns in den nächsten Teilen diesem feinen kleinen Level. Und treten auch einem Eid bei, den ihr alle kennt. Und den ihr alle liebt. Zumindest die, die Dark Souls 1 gespielt haben. Und dann ab dahin werden wir nur noch Folgendes machen. Ich weiß, das ist nicht die richtige Geste, aber schon mal als kleines Schmankerl auf den nächsten Teil, den 19. Teil, wo wir uns hoffentlich wiedersehen, ist Praise the Sun. Ja, auch wenn hier keine Sonne gerade irgendwo ist, aber egal. Wir praisen sie trotzdem, ja, wir verehren die Sonne. Das machen wir dann auch in dem nächsten Teil dann ganz offiziell. Bis dahin sage ich, liken, subscriben, kommentieren hier bei uns auf dem Kanal. Ich sehe euch beim 19. Teil von Games und Gersten Souls. Dann geht's weiter hier im Erntetal. Mal gucken, was wir da für Abenteuer erleben. Und dann geht's auch rein da in diese große Mühle. Bis dahin, sagt Ritter Klaus. Tschüss und... Ich nicht meine... Da. Und... Brofist! Yeah!